Wir müssen ein Zeichen setzen als Südtiroler Landespolitik. Sub- und Nachkultur, das ist nicht ein nice to have, sondern das ist ein wesentlicher Faktor, um die Lebensqualität in Südtirol zu erhöhen. Ein wesentlicher Faktor, um junge Menschen in Südtirol zu behalten, um für junge Menschen attraktiv zu sein. Und wir müssen freie Kultur und Subkultur wirklich anerkennen, dessen Wert anerkennen. Denn ein kulturelles Angebot, das diese freie Kultur nicht berücksichtigt, ist nicht am Puls der Zeit. Und deshalb sollten wir mit diesem Beschlussantrag, glaube ich, gemeinsam ein starkes Zeichen setzen. Deshalb freue ich mich, dass auch dieser Antrag so viel Zuspruch vom Landtag erhalten hat. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass wir auch den Menschen geben, die sich seit Jahren zu diesem Thema einsetzen, die viele Ideen einbringen und dies für eine freie Entwicklung und des kulturellen Lebens und der kulturellen Vielfalt hier in Südtirol einsetzen. Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung. Ich schließe die Abstimmung. Der Beschlussantrag ist mit 32 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung angenommen worden.